Feriencamp mitten in Dortmund. Ohne Mama und Papa gibt's Abenteuer pur beim Camping an der Jugendfreizeitstätte Eichlinghofen. Ich war letztes Jahr hier und ich fand die Aktivitäten cool und deswegen bin ich wiedergekommen und ja, ich hoffe, mich wird das jetzt wieder so cool. Das Besondere ist, dass es eine Traditionsveranstaltung ist, schon seit ungefähr 1998. Wir machen das im Stadtbezirk Hombruch zusammen mit der Jugendfreizeitstätte Eichlinghofen und die Ferienspiele gestalten das seither zusammen, gemeinsam, und es ist einfach immer eine tolle Sache und kaum sind die Anmeldungen rausgegeben, sind die auch ratzfatz voll. Neue Freundinnen und Freunde finden, zusammen viel Spaß haben. Das Camp in den Ferien am Rande der Pferdewiese gibt seit vielen Jahren. Dass es toll hier ist, spricht sich rum. Wir haben schon viel Gutes von unseren Schwestern gehört. Und bis jetzt macht es auch sehr viel Spaß. Es ist immer was Besonderes. Also ich liebe ja auch Abenteuer. Und es macht jeweils immer Spaß. Es ist auch sehr anstrengend. Besonders der erste Tag, wenn man sich so eingrooven muss nach Aufbauen, Zeltaufbau. Und da muss man sich um die Küche und um viele Dinge kümmern. Und da müssen Spiele organisiert werden. Es muss alles vorbereitet werden. Der erste Tag ist immer so der drubbeligste, auch so für die Kinder. Bis die sich alle so eingegroovt haben, sich kennengelernt haben. Und dann sind wir so langsam im Flow. Und der Flow ist heute gut, denn am Nachmittag geht's mit den 23 Kindern zum Skatepark der Jugendfreizeitstätte Hombruch. Sie ist Mitveranstalterin des Feriencamps. Skaten, das haben einige der Kinder schon richtig gut drauf. Gleich nebenan kann man noch mehr ausprobieren. Der große Kletterturm wartet. Nach kurzer Einweisung geht's auch schon steil rauf. Toller Dienstag. Es gibt aber noch mehr Überraschungen für die Ferienkinder. Morgen am Mittwoch gibt es einen großen Schwimmausflug. Das ist für die Kinder jetzt noch eine Überraschung. Das werden wir erst bekannt geben, wenn wir im Bus einsteigen. Dann machen wir noch einen großen Ausflug am Donnerstag in einen großen Freizeitpark, der auch sehr bekannt ist. Auch das ist eine Überraschung. 60 Euro kostet der Ferienspaß über 5 Tage. Eintrittspreise für die Ausflüge alle inklusive. Das Camp in Eichlinghofen ist nur eine von vielen Aktionen, die die Stadt den Dortmunder Ferienkindern bietet.